Hallo und herzlich willkommen bei T-Mobile. Drücken Sie bitte dreimal die 6, um einen neuen Telekom-Vertrag abzuschließen. Ich meinte natürlich, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4. Da steht immer noch ein total orientierungsloser Schwarz-Johnny vor unserer Haustür, während Thorsten sich die Achselhöhle schrubbt. Ist ja bezaubernd. Yuki, warum ist dein Brett auf dem Boden? Schokokuchen fortsetzen, denn dann macht doch mal einen Schokokuchen. Was macht Leo da? Geil, Töpfe und Pfannen. So, und dann wird jetzt Schokokuchen gemacht. Könnt ihr euch dabei unterhalten? Guckt sich wieder die Töpfe und Pfannen an. Ja, gleich erstmal Täschel Mäschel hier. Tag, Fragen, Spiele reden. Thorsten hat die Dusche zerduscht. Nein, du reparierst die gleich. Der wird jetzt nicht Kunst angeguckt. Danach könnte er Kunst angucken, beziehungsweise er könnte malen. Malen. Was Abstraktes mal wieder. Wie geht's? Oh Gott, Marvin, geht's echt nicht sonderlich gut. Der Spaß. Also Spaß ist was anderes. Gut, wir lassen ihn jetzt noch das Bitblock weiter modden. Aber danach darf er ganz gerne Spiele spielen. Da kann er sein gemoddetes Bitblock dann spielen, ne? Aber erst moddest du das noch und dann kannst du pinkeln. Wird der Kaffee geredet? Ein schöner, schwarzer, heißer Kaffee, Junge. Schöner, schwarzer. Ich habe einen schönen schwarzen Kuchen gemacht. Das war jetzt rassistisch. Oh, ich bin nicht rassistisch. Mir sind die Hautfarben egal. Oh, du bist ja total tolerant, das finde ich ja richtig gut von dir. Ja, mir geht's nämlich nicht ums Geld. Das hat viel mit Toleranz zu tun. Geld, Toleranz, tolerantes Geld. Ich meine, Geldscheine sind auch unterschiedlich gefärbt. Ja, habe ich im Internet gelesen. Es gibt jetzt einen neuen 10-Teuro-Schein. Also die Teuro-Scheine sind schon hässlich. Ja, ich verwechsel die mal mit Bären. Mit dem 50-Euro-Schein, weil die jetzt die gleiche Farbe haben. Das sieht total blöd aus. Man denkt, man ist reich und man ist nicht reich. Komisch, nicht wahr? Und dann kommt ein Bär und will dich fressen und du willst ihn bezahlen, damit er dich nicht frisst. Na? Und dann hast du verkackt. Ja, weil du ihm so wenig Geld gibst. Das ist ja Musik in meinen Ohren, ne? Lass mal einen Song schreiben über Bären und Euroscheine. Das ist bestimmt voll gut. Können wir ein Essen eigentlich? Zusammen ein Stück nehmen. Na, das ist ja süß. Oh. Ich glaube, Yuki wird aber schon langsam ein bisschen moppelig, ne? Weil ich habe das Gefühl, sie hat wieder am Popo zugenommen. Müssen wir mal aufpassen, weil Sims machen plötzlich klack und sind dann dick. Da muss man immer aufpassen. Das Kamera ist ja schnell wieder abgenommen. Jetzt, weil ihre Figur jetzt eigentlich ziemlich perfekt ist. Wow, es ist ein glitzernder Kuchen. Wehe, eine von euch klebt dann später wieder die Gabel an der Hand. Oh, du bist meine Supernova. Ah, ich muss abwaschen, Scheiße. Hätte ich bloß nichts gekocht. Ich möchte ein Buch über dich schreiben, meine süße kleine Supernova, du. Ich schreibe dann über dich. Können wir zu McDonald's gehen? Was? Ja, McDonald's. So mit Pommes und so. Nicht, ich stehe mehr auf vegetarisches, frisches Obst aus dem eigenen Garten. Oh Gott, der eigene Garten. Ach, du Scheiße. Schon wieder alles am Abkacken. Alles ernten, jäten und bewässern. Viel Spaß, Yuki. Viel Spaß. Aber gut, sie ist noch fit, ne? Er unterhält sich immer noch mit ihr und sie ist gar nicht mehr da. Dann kannst du mal aufräumen und das packe ich mal in den Er ist gelangweilt. Wegen sozialen Kontakten. Oh, Marvin ist für den Arsch. Und was hat Thorsten da gemalt? Ist ja auch toll. Jetzt programmier das noch zu Ende und dann ist gut. Danach kannst du dann pinkeln. Und danach spielst du dann noch ein paar Videospiele. Was machst du? Im Internet surfen, weil du gelangweilt bist. Okay. Ist er jetzt fertig gewesen? Ich heiße Marvin. Ich muss mal pinkeln. Ich meinte, ich muss mal pinkeln. Mister, du solltest verdammt nochmal aufräumen. Aufräumen. Oh, Männer, ey. Unglaublich. Gott, Marvin ist völlig fertig. Also der hat morgen keinen Spaß an der Arbeit, wenn wir ihn jetzt nicht nochmal ein bisschen Spaß beibringen. Was soll das da darstellen? Was? Das ist das? Das ist doch keine abstrakte Kunst. Das ist wunderschön. Doch, doch, wirklich. Wirklich ein herausragendes Kunst. Boah, mir wird es gerade hier voll kalt. Sekunde, ich muss mal mein Fenster zumachen. Wir gucken einfach mal so lange auf diese wunderschöne Kunst, während ich mich quietschenderweise von meinem Stuhl erhebe und zum Fenster gehe. Ah.
Und es ist kalt, aber ich liebe die kalte Jahreszeit. Und bald ist Helidi Holdrio Bonbon-Sammeltag! So, Thorsten pennt. Okay, ist gut. Er geht ihn in Form schneiden. Okay. Und Yuki ist noch am Jäten. Jäten, 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 den ganzen Tag. Jäten, 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 hält die Pflanzen stark. Gießen, 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 den ganzen Tag. Gießen, 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 das macht den Garten stark. Und Marvin ist da am Pseudo-Tetris zocken. Ja. Also das ist noch eine etwas schwierigere Variante. So ein Spiel habe ich auch schon mal gespielt. Ich glaube, er verkackt gerade ein bisschen. Nee. Nice. Spiel habe ich auch mal gespielt. So, da muss man ja voll die Voraussicht haben, damit... Jetzt hat er verkackt. Game over. Nope, nope, nope. Man sieht ja schon, welche Blöcke als nächstes kommen und muss sich entsprechend entscheiden und so weiter und so fort. Ich verkacke schon bei Candy Crush. Haben wir ja bei Tiny Island gesehen. Ich spiele ab und zu noch Tiny Island, ne? Muss ich dazu sagen, aber ich bin nicht sonderlich gut. Weil ich momentan das Halloween-Event-Spiel von Gaia Online ein bisschen zocke, weil das halt auch so entspannt nebenbei neben Fernsehen gucken oder sowas. So, Yuki ist jetzt hier bald fertig. Dann kann... Ach du liebes Bisschen, kannst du Teile plündern... Können wir den Kram noch wegschmeißen. Also die Muffinmaschine ist mir immer noch... Ich finde die irgendwie schon hässlich, ne? Aber ich dachte immer, man kann dann was da backen. Irgendwie hat das... Also verkaufen, weil da stand auch einmal verkaufen und das ging jetzt die ganze Zeit nicht mehr. Irgendwie ist mir das suspekt. Wie geht's den Pflanzen denn jetzt eigentlich? Sehr hübsch. Der geht's wieder sehr, sehr gut. Wir haben wahrscheinlich wieder alles Mögliche geerntet. Ja, ich packe einfach mal... Ja, die Morigen... Na, viel Geld verdient tut man mit den Dingern ja nicht. Also wir haben auf jeden Fall genügend Pilze noch. Bei Tomaten weiß ich das nicht. Zwiebeln haben wir auf jeden Fall genug. Und die geben ganz gut Geld. Nicht übel, nicht übel. Achso, ich hatte ja gefragt, wegen Yukis Haaren und so. Sehr vielen Leuten von euch gefällt die schlichte schwarze Haarfrisur. Ich aber fand auch die Kommentare, dass die lila offenen Haare ihr gut gestanden haben. Das stimmte schon. Und ich habe da ein lila Haarpaar auch für mich entdeckt, was ich sehr hübsch finde. Können wir ja einfach mal zeitweise wieder machen, bis sie dann ihre Haare, bis die dann ein bisschen nachwachsen quasi. Ein bisschen rauswachsen. Und, guck, wie sie tänzelt. Entsprechend... Dann halt wieder diese Strähnen kriegen. Ne? Sie hat ja diesen Zopf mit diesen bunten Strähnen. Und man kann es ja so machen, sie färbt sich jetzt ihre Haare einfach mal eiskalt lila. Und die lila Purple-Haare sorgen dann dafür, dass dann halt das später so wieder so wächst. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Finde ich ganz sinnvoll. Macht Sinn. Und zwar war das diese Frisur hier in lila, weil das so ein Rosa gibt. Und ich finde, das sieht total süß aus. Allerdings möchte ich dann ihre Hausklamotten ändern. Das sollten ja Hausklamotten sein. Und da habt ihr zu Recht bemängelt, dass die Hose viel zu unbequem aussieht dafür, dass sie eine Haushose ist. Gibt es hier nicht auch noch andere Oberteile, die vielleicht ein bisschen besser passen? Das hier zum Beispiel gibt es auch in einem hellen Rosa. Das ist süß. Beinbekleidung. Ja, da bräuchten wir jetzt halt eine vernünftige Haushose, ne? Das hier sind ja eher weniger Haushosen. Kurze Hosen auch eher. Das hier wäre eine Haushose. Ist ein bisschen schlampig. Das passt auch nicht so ganz. Die hier gibt es doch bestimmt auch noch in... Das sieht zum Beispiel ganz nett aus. Was würde ich auch durchaus zu Hause tragen. Wobei ich zu Hause keine Schuhe tragen würde, sondern Socken. Wenn wir schon von Haushose reden und Hauskleidung. Ne? Müssen wir halt nur mal dran denken, dass sie die, wenn sie unterwegs ist, nicht trägt. Auch geil. Nee, nehmen wir ruhig hier die rosa Socken. Ist eigentlich ganz süß. Das Make-up steht hier auch gut. Das ist in Ordnung. Also haben wir jetzt hier Hausklamotten. Und achso, wir müssen ja auch ihre Haare hier noch entsprechend ändern. Huch, wieso sind die denn jetzt hier? Achso, weil ich die Haarfarbe geändert habe. Und da würde ich dann die Haare natürlich entsprechend auch anpassen. Gefunden. Auch vom Make-up her. Den fand ich eigentlich sehr schön, den hellen Lippenstift.
Ist das sie? Achso, trägt die schon in hell. Ach, das, oh, das rosa Näschen ist auch süß. Die passt. Genau, der Eyeliner, das ist in Ordnung. Das sieht alles gut aus, so wie es ist. Vielleicht machen wir das mit einer Leggings in rosa, passend zu den Haaren. Und dann bräuchte sie dazu vielleicht hier so Boots. Würde auch in den winterlicheren Jahreszeitenbereich jetzt hier reinpassen. Und ein bestimmt Armband dazu. Na, ein Silber. Na, Hauskleidung. Finde ich eigentlich ganz süß, so Haus... Ach, du liebes Bisschen. Da geht aber das Make-up mal gar nicht. Dann hier lieber sowas. Oh, das ist doch hübsch. Und Augen. Das ist zu stark, zu aufwendig. Das ist doch schön. Und Eyeliner. Dann hier nur den zart umrandeten. Und vielleicht dann hier doch... Ja, ein anderes Kleid will ich jetzt auch nicht unbedingt suchen. Hier, das beißt sich wunderschön. Da, das ist vielleicht, ja, das stimmt auch. Ein paar Leute haben geschrieben, ey, das ist top, das passt so, das ist überhaupt nicht dazu. Das sieht voll komisch aus. Warum ist das so? Das ist so komische Schlafkleidung, so wird doch keiner schlafen. Hat der Derp in die Kommentare geschrieben. Das würde sich vielleicht auch ganz gut eignen. So einen zarten Hauttönen schläft man auch eigentlich als Frau nicht. Wobei, es hat was. Auf jeden Fall. Ach, du liebes Bisschen, das geht gar nicht. Was könnten wir ihr immer für coole, ja, das sind ja hier Party, Ausgehkleidung. Ja, was könnten wir ihr für coole Ausgehkleidung verpassen? Gar nicht so einfach. Ja, das ist voll coole Ausgehkleidung. Hier so eine Bowlerjacke. Das ist hübsch. Das würde noch passen. Nee, ja, nicht in so einer Fleischfarbe. Ein Dunkel. Mit einem Flitterrock in rosa. Gott, das beißt sich. Das ist furchtbar. Das ist schon cooler. Durchaus den etwas dunkleren Look beibehalten. Weil es steht hier ja. Sieht ja gut da drin aus, ne? Das passt dann sogar zu den Haaren. Jetzt müssen wir uns nur mit dem Lippenstift. Mit dem Lippenstift gucken, dass wir vielleicht da in einen rosaneren Bereich reingehen, wenn da schon ein dunkler Lippenstift ist. Wobei, passt halt gut dazu, der dunkle Lippenstift, ne? Muss man halt sagen. Bisschen stärker betonte Wangenknochen dann noch. Aber wieder in einem rosanen Style. Ja, das sind dann auch so, das sind Ausgehklamotten. Da drehen sich Kerle gerne mal um. Wärst du mit hier so? Ach, du liebes Bisschen. Nein, okay. Vergesst es. Na, das ist ein bisschen zu krass. Nee, passt schon so. Ist gut so. Dann lieber vielleicht ein Ring und ein Armbändchen. Nur so. Schlafkleidung, das sieht süß aus. Ja, oh Gott, der Sportdress tut schon ein bisschen Augenweh. So ein kleines, so latent, so wenig. Vielleicht hier so ein Oberteil lieber. Ist auch weniger schwitzig. Das sieht süß aus. Ja, ihre Hauskleidung gefällt mir, sieht niedlich aus. Das sind halt Hausklamotten, ich meine. Was soll man da großartig drüber sagen? Soll ja bequem zu Hause sein. Sonst kann man natürlich auch kurze Hosen nehmen für zu Hause. Die sind ja auch süß. Was nimmt man die denn da in dunkel? Weiß sieht komisch aus. Also das Kordmuster ist auf jeden Fall schon mal super. Ich weiß nicht. Weil Hauskleidung soll halt immer bequem sein. Da soll man sich zu Hause mit wohlfühlen. Gott, das ist ja auch süß. Ach, ist das putzig. Was alles für Kleidung gibt. Oh, das ist ja auch niedlich. Bisschen weiß. So, und schwarz. Dann wäre ich dann geneigt, komplett die Socken wegzulassen, dass sie zu Hause barfuß so rumläuft. Wenn sie in den Garten geht. Oder halt so Flipflops. Ja, so Sandaletten. Sie ist auch so ein Sandalen-Typ. Ja, finde ich gut. So Hauskleidung ist bequem, kann man sich überall mit hinsetzen. Ist ein bisschen kühl jetzt für die Jahreszeit, aber bei den Sims ist ja eh immer Sommer. Ist es immer Sommer. Das sieht nur so aus, es ist immer Sommer. Hätte durchaus was, immer Sommer zu haben, ne?
wäre zwar für unser Ökosystem ein bisschen katastrophal, aber ich meine, wenn jetzt darauf ein Planet ausgelegt wäre, was ja jetzt, naja, reden wir über sowas, reden wir nicht über Dinge, von denen ich keine Ahnung habe. Oh. Yuki findet sich bestimmt geil. Nee, kann man sich nicht selbst geil finden, schade. Sonst hätte ich jetzt mal auf selbst geil finden angedrückt. Ah, duschen kann sie noch machen. Kann sie ja eine Dampf in der Dusche nehmen. Und dann könnte sie sich hier hinsetzen. Wir könnten Leo dann noch wecken. Und ein bisschen dafür sorgen, dass sie mehr Spaß hat. Oh. Wer hat denn bitte unsere Mülltonne umgeworfen, ja? Ist ja wohl eine absolute Frechheit. Schönes Mülltonnenfoto. Ich finde unser Haus schon ziemlich schick. Es gefällt mir. Lalala. Yukis Gangart ist einfach super. Like a butterfly. Und jetzt wird wieder gesungen. Ja, genau, wir müssen ihr Spaßlevel noch ein bisschen hochkriegen und schlafen reicht dann auf jeden Fall noch aus. Sie muss ja nicht arbeiten, das ist das Schöne. Bei Yukis Liebe nicht Arbeit, 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 sondern Spaß, Spaß, Spaß. Leo kann man dann aufwecken, wenn sie nach oben kommt. Dusch mal schneller. Jetzt ist schon im Bereich von ich bin mega müde. Brauchst aber lange zum Duschen. Jetzt reicht's aber. Hopp. Leo kann sich auch mal hinsetzen. Guten Morgen. So. Wie war das? Rumschmusen. Dafür muss er wahrscheinlich aufstehen. Einer von beiden muss aufstehen. Sie muss aufstehen. Oh, sie guckt schon ganz fertig. Ah, wie romantisch im Hintergrund der Burger King. Sie ist völlig fertig, gibt gleich Unvermüdigkeit. Gott, das Knutgeräusche dazu. Sich in die Augen schauen. Süß. Gnadenlos kitzeln. Yes. Kokett ärgern? Das möchte ich sehen. Ja, jetzt eine Verabredung. Kommt bestimmt gut. Das ist kokett ärgern? Okay. Da. Du hast nur eine Auswahlmöglichkeit. Wie jetzt? Kein Platz oder was hier? Ist nicht. Hör auf, rumzumeckern. Hier ist Platz. Ich streck erstmal ihre Brüste raus. Erstmal die Argumente vorlegen, ne? Ist klar, junge Frau, ist klar. Huch. Aktivieren wir mal die emotionale Aura. Wie müde sie guckt. Und? Ah, die Herzchen beißen sich leider farblich so ein bisschen. Aber ansonsten finde ich das Schlafzimmer schon ziemlich niedlich. Jo. Die Geräusche, die beiden dabei machen, sind auch super. Ja, Screenshots in der Erinnerungsleiste. Ja, und danach müsst ihr beide aber unbedingt schlafen und Leo müsste eigentlich danach dringend duschen. Das geht Männern manchmal so. Nee, du gehst jetzt duschen, Junge. Und Yuki geht schlafen. Leo. Duschen, Stinky Winky. Gehst du duschen? Und dann gehst du schlafen. So, Thorsten ist gleich wieder wach. Yuki wird noch eine Weile brauchen. Marvin hat Hunger. Ich heiße Marvin. Mimi, 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 mimi. Ich heiße Marvin. Ich heiße Marvin. Oh, er träumt wunderschön. Na gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten frischen Morgen bei den Sims 4 wieder. Bis dahin. Bye.